Ja, der Winter ist wirklich angekommen hier im Südschwarzwald. Ich bin unterwegs nach Waldshut-Tingen und da oben soll ein schöner Punkt sein, da hat man einen schönen Blick aufs Städtchen. Mal sehen, ob ich hochkomme. Hat sich doch gelohnt, oder? Dass wir uns den Berg hochgequält haben. Der Blick ist wunderschön aufs Städtchen und jetzt im Winter ist es wie mit Puderzucker bestäubt. Und jetzt runter in die Stadt. Eigentlich muss man ja sagen, die zwei Städte, Waldshut und Tingen. Was verbindet die beiden aneinandergrenzenden Orte? Was trennt sie? Graben wir doch mal in der Vergangenheit. Waldshut im Südschwarzwald. 700 Jahre war es eine eigenständige Stadt, dann kam 1975 im Zuge der Gemeindereform zu Waldshut-Tingen dazu. Und davon waren beide Städte nicht wirklich begeistert. Und so hat Waldshut nach wie vor ein eigenes Rathaus und Tingen hat ein eigenes Rathaus. Waldshut hat einen Bahnhof, Tingen auch. Und beide haben natürlich weiterhin ihren eigenen Sportverein. Ja, ein richtiger Waldshütter würde nicht unbedingt nach Tingen ziehen und ein richtiger Tingener nicht nach Waldshut. Waldshut ist irgendwie umtriebiger, ist mehr los. Tingen ist einfach gemütlicher. Ja, wir gehen ab und zu in Tingen einkaufen, aber eigentlich auch nicht viel. Und nach Waldshut gehen Sie auch? Nein, eher nach Tingen. Warum eher nach Tingen? Weil es schöner ist. Oder? Ja. Tingen ist schöner? Ja. Findet mir, gell? Ja. Und warum ist es schöner? Ja, weil es einfach gemütlicher ist. Und es ist auch nicht so teuer wie Waldshut. Waldshut kann man ein bisschen shoppen und ja, ist okay. Schöne Gegend. Waldshut gefällt Ihnen besser? Ja. Weil man besser shoppen kann? Ja, das ganze Flair ist schöner, finde ich. Man kann sich hier besser aufhalten. Ich finde, die Waldshuter sind eher ein bisschen hochnäsiger. Also nicht nur Harmonie pur zwischen den beiden Städten Waldshut und Tingen. Eben wie in einer richtigen Ehe. Aber woran liegt das? Schauen wir doch mal in die Geschichte. Waldshut-Tingen ist keine wirkliche Liebesheirat gewesen, oder Andreas Weiß? Nein, das war ein sehr schwieriges Zusammenfinden beider Städte 1975. Und der Bürgermeister muss bis heute sehr genau schauen, wem er was an Wohltaten zugesteht, wem er was verteilt. Aber ich glaube, es gelingt den Stadtoberhäuptern auch. Waldshut, der Name, hat der eine Geschichte? Ja, das sieht man auch an der Innenseite des oberen Tores. Ich streiche das Geld in meinen Hut. Die Stadt soll heißen Waldeshut. Das hat ein Bewohner aus dem Hotzenwald gesagt haben. Und er hat mit dieser Namensfindung Waldeshut dann auch ein erkleckliches Sümmchen bekommen und damit der Stadt ihren Namen gegeben. Waldshut und der angrenzende Hotzenwald gehörten gut 500 Jahre zu Vorderösterreich. Das Herrschaftszeichen, den Habsburger Löwen, kann man noch heute an vielen Häusern sehen. Tingen war nie österreichisch. Gibt es nicht auch eine Gemeinsamkeit in der Geschichte der beiden Städte? Ja, die Belagerung durch die Schweizer im 15. Jahrhundert. 1468 wurde Waldshut belagert. Mhm. Und da gibt es hier ein Gepäckstück, das erzählt sogar eine Geschichte aus dieser Belagerungszeit. Das sogenannte Bockhörnle. Und zwar haben die Junggesellen den letzten gut gemästeten Bock auf der Stadtmauer herumgeführt, um zu den Eidgenossen zu zeigen, dass sie noch volle Vorräte haben. Und auf diese Weise haben sich die Eidgenossen hinters Licht führen lassen und die Belagerung abgebrochen. Und damit wurde Waldshut im August 1468 doch noch gerettet. Okay, jetzt lassen wir uns mal das Hörnle probieren. Ja, gerne. Also ich finde, die Geschichte hat sich gelohnt. Tingen wurde auch von den Schweizern belagerterweise. Das ist richtig, im späten 15. Jahrhundert. Und dabei ist Tingen von den Schweizern auch erobert worden. Das sieht man hier an diesem alten Wandbild, wie die Schweizer Tingen einnehmen und verbrennen. Die Stadt wurde dem Erdboden gleichgemacht. Er blieb allerdings erhalten. Der Storchenturm. Früher Gefängnis, heute Tingens Wahrzeichen. Nach ihr, versteht sich. Hier sehen wir das, was in Waldshut das Waldshuter Männle ist, nämlich die Tingener Maria. Sie ist Schutzpatronin und Wappenbild der Tingener Stadt. Und da haben wir ja doch noch was Versöhnliches gefunden. Die Tingener Maria und das Waldshuter Männle. Heute sind sie auf dem Wappen der Stadt Waldshut-Tingen vereint.
Wenn Sie sich jetzt denken, die springt da durch die Stadt und lässt sich's gut gehen, ich möchte auch eine Stadtführung machen, das können Sie auch. Hier ist ein Gutschein für eine Stadtführung für 2 Personen. Den können Sie gewinnen, wenn Sie sich merken, was ich alles in diesen Rucksack hier packe. Und der Gutschein kommt als erstes Souvenir rein. Apropos Stadtführung, fragen wir doch mal die Bürger nach ihren Lieblingsplätzen. Haben Sie uns denn einen Geheimtipp, was man sich hier in Waldshut oder in Tiengen unbedingt anschauen muss? Ja, da gibt es eine ganze Menge. Da gibt es zum Beispiel die Spitalkapelle. Dann ist das Geschichtliche in den oberen Toren, nach echte alte Gefängniszellen. Dann die Gottesackerkapelle, das ist ein Kleinod. Dass man sich angucken muss. Ja, vorne Viehmarktplatz sollte man vielleicht mal schauen. Mit der Pflanze ist halt eher im Sommer was. Das Metzgertörne. Ja. Und in Tiengen die Ölmühle. Das Schloss ist wunderbar, die Ölmühle ist wunderbar, die Altstadt sowieso. Die Malerei an den Hauswänden ist wunderschön, was jetzt ein Unterschied ist zu Waldshut zum Beispiel. Na, dann schauen wir uns die Wandmalereien doch mal an. Die sogenannten Sgraffiti stammen aus den 30er Jahren. Sie zeigen wichtige geschichtliche Stationen der Stadt. Ein weiterer Tipp, das alte Schloss und gleich daneben die katholische Pfarrkirche vom berühmten Barockbaumeister Peter Tumpf. In Waldshut wurde mir die Kaiserstraße empfohlen mit ihren wunderschön bemalten Vordächern. Und weil es früher keine Hausnummern gab, wurden Tiere auf die Gebäude gemalt zur leichteren Zuordnung. Haben die Waldshuter noch einen Tipp für mich? Ich würde meinen, Sie gehen an den Aussichtspunkt, um den Rhein zu sehen und einen Blick in die Schweiz zu werfen. Der Rhein sieht um die Jahreszeit aus wie flüssiges Blei. Schwäne und Enten scheren sich dabei wenig um die Grenze, die hier verläuft. Ja, dass die Deutschen über den Rhein in die Schweiz fahren, um Schokolade oder Kaffee zu kaufen, das wissen wir. Aber warum die Schweizer zu uns kommen, das müssen wir mal rausfinden. Jeden Tag das gleiche Spiel an der Grenze in Waldshut. Die Schweizer kommen. Mit dem Auto, der Schweizer Regionalbahn oder per Fähre über den Rhein. Hallo. Sagen Sie, Sie kommen nach Waldshut jetzt zum Einkaufen? Ja. Was werden Sie denn kaufen? Verraten Sie es uns? Ja, vor allem Kinderartikel, also Windeln. Was hat es für Sie als Schweizer für einen Vorteil, in Waldshut einkaufen zu kommen? Ja, jetzt ist es natürlich interessant mit dem Kurs. Also da profitiert man recht im Moment. Mhm. Also der Pullover würde in der Schweiz sicher die Hälfte mehr kosten. Es gibt ziemlich viele Produkte, die auch interessant sind, vor allem im Lebensmittelbereich. Mhm. Wurstwaren. Mhm. Die Schweizer können keine Wurst machen. Ehrlich? Nein. So wie Sie denken offenbar viele Schweizer, denn die Waldshuter Metzgereien sind gut besucht. Was kaufen Sie? Ich kaufe das Kalbsbäckli. Das kommen wir in der Schweiz nicht über. Und da gehen wir immer Waldshut. Kalbsbäckli kriegen Sie nicht in der Schweiz? Nein, gibt's nicht. Und ist es hier auch günstiger für Sie, oder? Es ist auch ein bisschen günstiger, jawohl. Dass die Schweizer hier sparen, liegt an der Mehrwertsteuer. Die müssen sie zwar abführen, bekommen sie nachher aber wieder. Das Ganze wird auf so einem Ausfuhrschein festgehalten. Danke, ebenfalls. 1,87 haben sie jetzt gespart. Das wird das nächste Mal abgezogen, wenn ich wiederkomme. Ah, ja. Ich kann es auch einziehen, aber jetzt muss ich zuerst über die Grenze. Mhm. Nachher kann ich es einziehen. Das heißt, Sie haben jetzt für knapp 30 Euro eingekauft und sparen 2 Euro? Ja, knapp, ja. Was würden Sie denn sagen, wie viel Anteil an Schweizer Kunden haben Sie hier? Circa 50%. Das heißt, die Metzgerei würde es nicht geben ohne die Schweizer Kunden? Schon, aber etwas anders. Etwas reduzierter, die ganze Geschichte. Haben die Schweizer denn einen anderen Geschmack als die Deutschen bei Wurstwaren? Nein, haben sie nicht unbedingt. Sie essen gerne die deutsche kräftige Wurst. Zumal sie es auch nicht in der Schweiz kriegen, in der Auswahl. Neben Wurstwaren schätzen die Schweizer auch Möbel aus Waldshut. Auch weil sie hier bequem in ihrer Währung zahlen können. So, dann wären es bitte 20 Euro. Sie zahlen in Franken? Ich zahle in Franken. Also Franken. Bitte schön. Dankeschön. Die Pakete sind sehr schön gemacht. Jochen Seib vom Gewerbeverein kennt seine Kundschaft. Sind Schweizer Kunden anders als deutsche Kunden? Also deutlich qualitätsorientierter. Sie suchen die bessere Qualität und setzen sich mit der Problemstellung deutlich länger auseinander. Also sie suchen die Beratungsleistung für die bestmögliche Lösung für ihren privaten Gebrauch. Das heißt, man könnte auch da sagen, die Schweizer sind ein bisschen langsamer, weil sie auch für die Entscheidung länger brauchen.
Ja. Ja. Das dauert vielleicht ein bisschen länger, aber dafür sitzt nachher die Entscheidung. Am Ende eines Einkaufstags müssen die Schweizer dann durch den Zoll, wo die Ausfuhrscheine abgestempelt werden. Hier in Waldshut werden täglich ca. 1700 bis 1800 von diesen Aus- und Abnehmerbescheinigungen abgestempelt. Nur allein an diesem Übergang hier. Macht aufs Jahr gerechnet zwischen 600 und 650.000 von diesen grünen Zetteln. Na, da kann man sich ja schon vorstellen, wie es hier morgen aussieht. Lassen wir die Grenze hinter uns. Jetzt habe ich nämlich einen Termin im Hochrhein-Gymnasium. Aber keine Sorge, nicht zum Schulbankdrücken. Kleinen Sängerinnen und Sänger hier sind Auftritte gewohnt. Ihre Schule ist eine der wenigen in Baden-Württemberg, die einen Musikschwerpunkt anbietet. Alle im Unterstufenchor spielen mindestens ein Instrument. Und so finden hier immer wieder Aufführungen und Konzerte statt. In der Pause spielen die Schüler jetzt aber besonders gern im Schnee. Sie kennen sich nicht nur mit Musik sehr gut aus, sondern auch mit ihrer Stadt. In der Kreisstadt Waldshut-Tiengen schätze ich, dass es 23.000 Einwohner gibt. Waldshut und Tiengen sind ja zwei getrennte Städtchen. Also Waldshut liegt am Rhein und Tiengen an der Wutach. Die Rheinbrücke zwischen Koblenz und Waldshut wurde 1859 eröffnet. Bis heute ist sie ganz alt, sie ist die älteste große Brücke über dem Rhein. Am besten gefällt mir hier in Waldshut, dass das Hochrhein-Gymnasium so nah an der Innenstadt liegt, die Kaiserstraße mit den Geschäften und jedes Jahr unser Volksfest, die Kirby. Am besten gefällt mir in Tiengen, dass es da viele Läden gibt. Unsere Schule wurde 1814 gegründet und ist die älteste weiterführende Schule am Hochrhein. Ich finde es toll, dass die Schule ein Musikprofil hat, weil es da einen Unterstufenchor gibt. Und weil es deswegen mehr Musikunterricht gibt. Heute bin ich Sportchor Waldshut gescheitert. Das war alemannisch und heißt auf Hochdeutsch, heute bin ich zu spät gekommen, weil es sehr geschneit hat. Die Fastnacht hat in Waldshut eine große Bedeutung. Ich freue mich schon voll auf den schmutzigen Dunstig. Da kommen nämlich die Geldentrommler und befreien uns aus der Schule. Und sie sagen dann, Hüt Gott, Fastnacht an mit der roten Pfeife. Horig, horig, horig ist die Katz. Und wenn die Katz nicht horig ist, dann fängt sie keine Müs. Nari, Naro! Nari, Naro! Nari, Naro! Fastnacht ist da. Wie Edelsteine, so können Salze aussehen. Und davon gibt's in Waldshut eine ganze Menge. Jetzt, wenn es draußen so bitterkalt ist, da will man doch am liebsten in die Sauna. Oder man geht ins Salionarium. Da gibt es in Deutschland nicht so viele. In Waldshut gibt es eins. Eine Infrarotkabine mit Sohlennebel. Also ganz feiner Salzwasserdampf. Bei ca. 45 Grad soll der Körper sanft ins Schwitzen geraten. Direkt neben dem Salionarium liegt die Salzgrotte. 25 Tonnen Salz aus dem Himalaya wurden hier verbaut. Hat Himalaya-Salz eine besondere Wirkung für unsere Gesundheit? Ja, es ist wie am Meer. Man kann wunderbar atmen und inhalieren. Mhm. Ist gut für die Atemwege, für die Haut. Ist das medizinisch erwiesen? Ja, die Erfahrungen zeigen es. Und das dürfte eigentlich ausreichen. Wissenschaftlich kann man das sicherlich nicht untermauern in der kurzen Zeit. Mhm. Aber ich denke, wenn die Leute spüren, dass es ihnen gut tut und es funktioniert, dann kommen sie auch. Fragen wir doch gleich mal die Besucher. Kommen Sie öfter in die Salzgrotte? Ja, ja, sagen wir immer öfter. Früher war es nicht so viel und jetzt kommt es immer öfters. Warum kommen Sie? Ja, ich bin Bäcker von Beruf und da hat man auch viel mit Mehlstaub zu tun und asthmamäßig. Ne? Und das tut mir gut. Und auch wenn ich mal Schnupfen habe, dann komme ich auch darunter und da fühle ich mich noch richtig wohl. Warum kommen Sie in die Salzgrotte? Ja, in erster Linie, um mich zu entspannen. Es ist wunderbar, hier runterzukommen nach dem
ganz anstrengenden Tag einfach hier eine Stunde Ruhe zu finden. Und außerdem habe ich ziemliche Gelenkprobleme und es tut mir hier einfach gut. Ja, wenn Sie jetzt mal nicht eben schnell nach Waldshut in die Salzgrotte kommen können, ein bisschen Salz können wir Ihnen schenken. Als Souvenir gibt's dieses Teelicht aus Himalaya-Salz und das wandert in unseren Rucksack. Ein glühender Mythos, ein echtes Stück Kuba. Die Zigarre, original aus Waldshut-Tiengen. Sie haben richtig gehört, denn hier in dem kleinen Städtchen im Südschwarzwald sitzt der Alleinimporteur für kubanische Zigarren in Deutschland, Villiger. Der Betrieb stellt aber auch selbst Zigarren her, seit über 120 Jahren. Gegründet wurde er in der Schweiz von Jean Villiger. Nach dessen Tod baute seine Frau Luise die Niederlassung in Tiengen auf. Heinrich Villiger, Ihre Großmutter hat hier in Tiengen vor 100 Jahren das Unternehmen gegründet. Was hat sich seither im Großen verändert? Ja, es hat sich sehr viel verändert. Wir hatten damals vor 100 Jahren die ganze Produktion von Hand noch hergestellt. Wir hatten also auch noch mehrere kleine Filialen, wo von Hand gerollt worden ist. Inzwischen ist die ganze Produktion mechanisiert. Wir haben nur noch wenige Arbeitsgänge, die von Hand gemacht werden. Zwar sind das solche Arbeitsgänge, für die es keine Maschinen gibt. So wie die Culebras. Sie werden heute noch ineinander geflochten. Früher hatte das einen ganz bestimmten Grund. Fabrikarbeiter durften am Tag 3 Zigarren mit heimnehmen. Damit sie die aber nicht weiterverkaufen konnten, wurden die Zigarren, noch feucht, ineinander gezwirbelt. Heute sind Culebras, die sogenannten krummen Hunde, Kult. In Kuba werden noch alle Zigarren von Hand gemacht, weil sie dort auch aus ganzen Blättern gerollt werden. Maria Caridad Sanchez, was braucht man zum Zigarrenrollen besonders? Ja, man braucht viel Erfahrung, Übung und viel Gefühl. Braucht man dazu lange? Ja, wir lernen. Man muss normal 9 Monate lernen. 9 Monate. Aber du musst die ganze Leben lernen. Jeder Arbeitsschritt muss sitzen. Für die Füllung nimmt Maria Tabakblätter von der sonnenverwöhnten Spitze der Tabakpflanze. Die sind besonders stark und würzig. Dazu noch 1-2 mildere Blätter. Die Füllung rollt Maria in ein Blatt vom unteren Teil der Pflanze. Das brennt besser. Danach wird die Zigarre am unteren Ende abgeschnitten. Und schließlich in Form gepresst. Denn jede Marke hat ihre genauen Abmessungen. Eine geübte Zigarrenrollerin schafft so gut 120 Stück am Tag. Aber nicht nur das Machen, auch das Zigarre rauchen will gelernt sein. Man muss zuerst mal den Kopf abschneiden, damit man ziehen kann. Die Zigarren werden mit einem geschlossenen Kopf hergestellt. Das Anzünden ist auch eine Wissenschaft für sich, denn es braucht relativ viel Zeit, bis die Zigarre Feuer fängt, wie man so schön sagt. Die kubanischen Tabake sind keine leicht brennenden Tabake. Es braucht also eine gewisse Zeit, bis die Zigarre dann eine Glut entwickelt. Und dann kann man dann den ersten Zug nehmen. Muss man bei Zigarrenrauchen Lust auf Luxus haben? Ja, man lernt das auch nicht von dem einen auf den anderen Tag. Das ist auch ähnlich wie bei anderen Genüssen. Schön ein Glas Wein, ein Glas Sekt oder auch ein Kaviar oder was auch immer. Man muss natürlich eine Beziehung Man muss eine Beziehung zum Luxus haben. Ist das nicht auch ein bisschen Snobismus dabei? Ich würde sagen, jein, also für den Kenner sicherlich nicht. Aber es gibt natürlich viele, zumindest in der Anfangsphase, die sich zum ersten Mal eine Havanna leisten, dass sie damit vor allem ein Statussymbol zeigen wollen. Aber wenn sie dann mal eingefleischt sind, dann ist es kein Luxussymbol mehr. Dann schmeckt einem das, wie einem auch ein gutes Essen oder andere Genüsse gut schmecken. Mittlerweile finden auch viele Frauen Zigarrenkult. Der Macho-Mythos ist also etwas gebrochen. Ich werde wohl trotzdem keine echte Raucherin werden. Dass es hier in Waldshut-Tiengen auch ganz schön viel Expertise gibt, nämlich Unternehmen, die viele Innovationen bringen, das versteht man, wenn man mal rüberguckt, hier über den Rhein auf die Schweizer Seite. Im nahegelegenen Baden gibt es über 1500 Betriebe. In dem Industriegürtel arbeiten mehrere tausend Waldshuter und Tiengener, vor allem in der Elektroindustrie. Um technische Expertise geht's auch bei unserem nächsten Film.
Dazu müssen wir zurück nach Waldshut. Ja, bei dem Schnee, da sollte man darauf achten, dass man ein gutes Profil auf den Reifen hat. Um das zu messen, kann man entweder den guten alten Euro-Trick anwenden oder man fährt einfach über den Gulli. Diese Idee wurde hier geboren, bei der Firma Pro Contour in Waldshut-Tingen. Und hinter diesen Gullis steckt natürlich jede Menge Technik. Mit der kann man unter anderem Profiltiefe, Abrieb oder auch einen Reifendruck messen. Und wie diese Technik funktioniert, das weiß Ulrich Thielmann. Herr Thielmann, was genau steckt hinter diesem Gulli? In diesen sogenannten Fahrbahnsensoren sind Laser- und Hochgeschwindigkeitskameras eingebaut. Der Laser beleuchtet den Reifen, und zwar das Segment, was gerade in dem Moment rüberrollt. Die Hochgeschwindigkeitskamera macht sehr viele Bilder pro Sekunde und ein Auswerteprogramm errechnet die Profiltiefe in den verschiedenen Rillen. Gerade bei Lkw mit ihren oft mehr als 6 Reifen ist die herkömmliche Kontrolle aufwendig. Denn bislang muss ein Prüfer jeden Reifen einzeln und von Hand untersuchen. Dazu müssen dann alle Fahrzeuge im Fuhrpark stehen. Deshalb müsste die neue Methode besonders für Speditionen mit vielen Lkw interessant sein. So, hallo, Christoph Wassmer. Sagen Sie, würde Ihnen das System Vorteile im Fuhrpark bringen? Das bringt ganz klar Vorteile im Bereich der Abläufe. Die Abläufe würden einfacher, weniger personalaufwendig und dann auch eine Kostenreduzierung über das bessere Ausnutzen der Reifenlaufzeiten. Und das alles mit einem Mausklick, denn das Messbild wird dann hier am Rechner angezeigt. Ganz genau. Und zwar sieht man hier jetzt den Fußabdruck des Fahrzeugs. Das ist jetzt die Vorderachse mal als Beispiel. Linke Vorderreifen, wenn ich jetzt hier drauf gehe, sieht man das Messbild in einer 3D-Darstellung mit den entsprechenden Messwerten. Hier in diesem Fall zwischen 6,5 und 7,5 mm. Das ist voll im Rahmen, oder? Absolut. Die gesetzliche Grenze liegt bei 1,6 mm. Sind die Fuhrparkleiter alle erfreut oder gibt es auch manche, die sagen, wenn das jetzt flächenmäßig auf den Autobahnen eingebaut wird, bedeutet das für mich mehr Kontrollen auch? Hier müssen wir unterscheiden zwischen dem Bereich öffentlicher Hand und Flottenmanagement. Selbstverständlich lässt sich diese Technologie für die eine oder für die andere Seite einsetzen. Diejenigen, die sich um ihren Fuhrpark kümmern, die haben nichts zu befürchten, haben sogar Vorteile davon, weil ihre Prozesse günstiger werden, ihr Kraftstoffverbrauch sinkt, der CO2-Ausstoß sinkt. Und die schwarzen Schafe bei den Speditionen, die ihre Reifen bis ganz runterfahren, würden aus dem Verkehr gezogen. Mehrere Autohäuser bieten die digitale Reifenkontrolle bereits als Service an. Und mit der Polizei ist Pro Contour noch in Verhandlungen. Da prüfe ich doch lieber noch schnell vorher meine Reifen. Also mein Reifenprofil und der Reifendruck sind Gott sei Dank in Ordnung. Ist auch gut so, weil hier im Südschwarzwald, da weiß man um die Jahreszeit wirklich nie. Tschüss. Und da Pro Contour nicht überall sein kann, zumindest noch nicht, gibt's dieses Handmessgerät für Sie als Souvenir quasi für die Hosentasche, damit Sie immer wissen, wie tief Ihr Reifenprofil ist. Apropos, der müsste auch mal wieder gewechselt werden. Hier im Ortsteil Kränkingen wohnt ein ganz berühmter Sohn der Stadt Waldshut-Tingen, Max Mutzke, der Sänger Max Mutzke. Der ist leider gerade nicht daheim, deswegen müssen wir zu ihm nach Stuttgart. Dort gibt er nämlich ein Interview für SWR1, um sein neues Album vorzustellen, Home, Work, Soul. Max Mutzke ist heute Nachmittag zu Gast bei uns im Studio. Ganz herzlich willkommen. Schönen guten Tag. Vielen Dank für die Einladung. Bekannt wurde der 29-Jährige 2004. Da trat er beim Eurovision Song Contest für Deutschland an. Mit dem von Stefan Raab geschriebenen Song Can't Wait Until Tonight. In Waldshut herrschte damals Ausnahmezustand. 10.000 Fans verfolgten über Großleinwände ihren Max beim Grand Prix mit. Sein Song hatte es auf Platz 1 der deutschen Charts geschafft. Ihm zu Ehren gab es in der Stadtkonditorei extra CDs aus Marzipan, eine eigens für Max kreierte Pizza und sogar Max Bier.
Am Ende schaffte es Max Mutzke dann zwar nicht ganz nach vorne, aber immerhin auf einen stolzen 8. Platz. Seitdem hat er 4 Alben rausgebracht. Und von seinem neuesten Album spielt er gerade im Funkhaus in Stuttgart zusammen mit seinem Gitarristen Justin ein paar Songs ein. Unplugged. Teile ihrer Songs haben sie selber geschrieben. Entstehen Texte auch in Waldshut-Tiengen? Ich glaube, die Anregung dazu passiert ganz viel von in Waldshut oder meiner Heimatstadt. Aber man kann in dem Fall wahrscheinlich eher sagen, dass der Großteil in Hamburg gearbeitet wurde, gerade sehr viel mit Justin zusammen. Und da haben wir wirklich viel, gerade wie jetzt auch Easy Easy oder Fieber, bei ihm im Wohnzimmer gemacht. Und das liegt auch vor allem daran, dass ich Englisch ungern alleine schreibe, weil ich doch noch jemanden brauche, der die Sprache so beherrscht, dass man wirklich tiefe, tolle Texte zusammenschreiben kann. Und es passiert in einem weniger Fehler, auch inhaltlich Gedankenfehler, wenn man zusammenschreibt. Es macht einfach vielleicht manchmal mehr Spaß, auch zusammenzuarbeiten. Das heißt, Kreativwerkstatt ist eher Hamburg, zu Hause in Waldshut-Tiengen holen Sie sich. So kann man es sagen. Also ich glaube, dass ich, als ich noch viele deutsche Titel geschrieben habe, da habe ich viele im Schwarzwald schon bei mir zu Hause gemacht, weil ich dann alleine sein will beim Schreiben. Jetzt in dem Fall war das wirklich so, dass ich mich zu Hause erholt habe und mental darauf vorbereitet habe und eigentlich dann zum Arbeiten immer weggeflogen bin. Sie sind viel unterwegs. Könnten Sie sich auch vorstellen, umzuziehen? Also glaube ich eigentlich nicht. Also das ist die Heimat ist mir schon sehr, sehr wichtig und ich glaube, dass ich würde dann umziehen, wenn in der Nordschweiz in Leipzig das Kernkraftwerk in Luft fliegt und man wegziehen muss. Und dann wäre wahrscheinlich die zweite Wahlheimat ist momentan Hamburg, weil ich da sehr, sehr viel bin. Da fühle ich mich auch sehr wohl. Mhm. Haben Sie einen Geheimtipp für uns, was wir uns unbedingt anschauen müssen in Waldshut-Tiengen? Ja, klar. Da gibt es für mich ganz nah in dem Örtchen, in dem ich aufgewachsen bin, das kleine Schlüchtal. Und das Schlüchtal ist ein sehr zerklüftetes Tal mit sehr großen Felsen, wo man schon immer das Gefühl hat, dass man in Deutschland ist. Das ist wunderschön. Da gibt es einen Felsen, der heißt Falkenstein, ein Kletterfelsen, in dem ich sehr, sehr viel Zeit verbracht habe. Und da sitze ich sehr, sehr gerne oben drauf. Mhm. Ich glaube, das schauen wir uns mal an, oder? Bevor ihr geht, würde ich dir gerne noch eine CD mitgeben für den Rucksack, den du, ich unterschreibe sie dir sehr gerne noch. Dann kannst du die mit verlosen, wenn ich sie rausbekomme. Bitteschön. Super, vielen Dank. Sehr gerne. Kommt in unseren Rucksack. Na, langsam kommen ja so einige Souvenirs zusammen. Jetzt zurück in den Schwarzwald zu Max Mutzkes Geheimtipp, Falkenstein. Ja, hier hat es leider viel zu viel Schnee, um uns den Falkenstein anzuschauen. Dafür machen wir was anderes Schönes. Wir gehen ins Wildgehege. Jockers, das Wildgehege ist hier in Waldshut schon eine richtige Institution. So ist es, ja. Das ist bekannt bei Jung und Alt. Und es ist jetzt die Situation die, dass Kinder, die schon hier groß geworden sind, als Eltern wieder mit ihren eigenen Kindern oder Enkeln hierher kommen. Sie haben das Wildgehege eigentlich gegründet, oder? Vor 40 Jahren. Ja, ich war Mitbegründer des Wildgeheges, ja. Das seither ehrenamtlich betrieben wird. Einziger festangestellter Mitarbeiter ist Tierpfleger Hubert Rosser. Und der wird hier stürmisch begrüßt. Schließlich hat er für die Wildschweine süße Stückchen dabei. Oh. Komm her, du bist auch was. Oh, ist fein. Klein. Ganz fein. Was kriegen die denn, wenn sie nicht gerade wegen Fernsehen was Leckeres, Süßes kriegen, so süße Stückchen, was kriegen sie denn sonst? Na gut, dann kriegen sie eben ihr normales Futter. Das ist also ein spezielles, auf Schweine abgestimmte Pellets, also ein Fertigfutter. Verfeinert dann mit Mais, ein bisschen Getreide und eben auch altem Brot. Dass wir doch einen Häcksler lassen. Ach, sie machen es so klein, gell? Ja, ich mache es ein bisschen kleiner.
Dass die süßen Stückchen ganz besonders gut schmecken, das hört und das sieht man. Ganz anders bei den Damhirschen. Es gibt jetzt noch ein bisschen was Grünes, ein bisschen Salat für die richtig, Figur, ja? Richtig, das ist jetzt der sogenannte Fitness-Teller. Die verteilen wir jetzt ein bisschen um die Bäume rum, damit es keine zu großen Streitereien gibt. Das so ringsrum. Dann haben also alle Platz hier, sich ein bisschen was zu holen. Die haben jetzt ein bisschen Angst, gell, weil die Kamera dabei ist. Richtig, Sie sehen, die sind jetzt ein bisschen in Deckung und beobachten uns. Aber Sie sind neugierig, Sie gucken schon. Das auf jeden Fall. Normalerweise kommen sie also auch sofort. Und Major, komm! Wir haben so bestimmte Tiere haben so ihren eigenen Namen. Wir haben den Hirsch hier Major getauft, weil der in der Brunftzeit diesen Soldatenstechschritt immer macht. So. Da ist er immer, ja, Major. War, ja, also ganz köstlich und deswegen, ja. Major, komm! Major schaut sich das Ganze dann doch lieber aus der Entfernung an. Damhirsche müssen im Winter auch Kräfte sparen. Sie sind Wiederkäuer und haben keine großen Energiereserven. Sagen Sie, der Waldkauz, was hat der? Der hüpft so ein bisschen. Ja, den haben wir als Jungvogel bekommen. Der hat einen kaputten Flügel, der kann also überhaupt nicht fliegen. Mhm. Wir haben ihn dann von Hand aufgezogen und er ist also handsam. Gell, Willi? Ja. Beißt auch gerne den Finger? Ja, ne, also er spielt mit einem, er ist also ein ganz lieber. Waldkauz Willi ist eins von 200 Tieren hier im Waldshuter Wildgehege. Jetzt sind wir bei den Nasenbären. Die sind aber nicht heimisch hier in Waldshut. Nein, die stammen aus Mittel- und Südamerika. Martin, Joe und Milou, die warten jetzt schon auf ihre Vorspeise, Banane. Auf Obst. Ja. Komm her. Richtig ran damit. So. So. Oh. Ja. So. Joe, komm hoch, komm. Komm, du musst Joe, auch komm. Eine Banane nehmen. Komm her, komm. Es gibt was Feines hier. Banane will er nicht. Ah ja. Du magst keine Banane, das weiß ich schon. Obst ist schön und gut, aber später gibt's Fleisch und das ist dann doch interessanter. Für die Rothirsche nebenan gibt's Gemüse und Äpfel. Fernsehkamera hin oder her, am Schluss überwiegt auch bei ihnen der Hunger und natürlich die Neugier. Schön, dass Sie heute da waren und wir dabei sein durften. Wir wollen Ihnen was mitgeben. Hier als Souvenir die beiden Stangen. Ein Hirschgeweih eines hier im Gehege lebenden Hirsches. Aber der musste jetzt nicht sterben. Nein, das ist ein Hirsch, der hier weiterlebt. Der wirft es ab einfach. Jedes Jahr wirft er das ab. Das kommt als Souvenir in unseren Rucksack, würde ich sagen. In den Rucksack, wenn, alles gut. Vielleicht steht es ja mir auch gut. Nicht malerisch hier im Südschwarzwald. Unser Rundgang ist hiermit aber leider auch schon wieder zu Ende. Und bevor ich mich jetzt auf den Heimweg mache, gibt es noch unser letztes Souvenir. Das Landesschau-Mobilbuch. Haben Sie sich alle Souvenirs gemerkt? Dann schreiben Sie eine Postkarte an SWR Fernsehen, Landesschau-Mobil, in 70150 Stuttgart. Oder Sie gehen ins Internet und füllen dort ein Formular aus unter www.landesschau-bw.de. Sie müssen sich allerdings ein bisschen beeilen, weil der Einsendeschluss ist schon der kommende Montag. Ich drücke Ihnen die Daumen. Machen Sie es gut, schneiden Sie nicht ein. Tschüss.